Never break, always fight, never quit, do it right. Play the game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change, in my mind, pick a lane. Commit and climb, the only way to win it life. I never miss that fact, taking big swings, bitch. So, der BMW iX1, hier steht er und er lädt. Natürlich wunderbar mit M-Sportpaket. Jetzt ist es schon ein bisschen kühler, deswegen hat er aber auch Winterräder drauf. Ja. Was steht heute auf der Karte oder auf der To-Do-Liste, wie man auch sagt? High-Speed-Test und Reichweite. Das heißt, das haben wir mit dem iX3 schon mal gemacht. Maximale Geschwindigkeit, was auch immer geht. Idealerweise nur Topspeed, 180. Und wie weit komme ich dann? Laden ab Werk wird da jetzt gerade angegeben mit 19 kWh Durchschnittsverbrauch. Finde ich wirklich richtig gut. Individualwerte hier sind quasi identisch, dass es nicht zurückgesetzt wurde. Das setzen wir jetzt zurück, denn wir wollen den einmal vollladen und gucken, wie weit komme ich wirklich bei Topspeed. Der ist jetzt gerade geladen auf 97%. Die 100%, ganz ehrlich, mache ich nicht mehr voll. Ich warte jetzt hier nicht noch knapp 20 Minuten, 23 Minuten, weil der dümpelt jetzt nur noch mit 18 kW, 19 kW umher. Ja, hier steht er nochmal von hinten. Wirklich gut. Richtig schöner Wagen. Top-Speed-Test. iX3, ich war wirklich gespannt, wie weit man tatsächlich kommt. Hier tue ich mich auch ein bisschen schwer. Es ist halt kühler. Ich habe die Winterräder mit drauf. Es regnet zusätzlich noch. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Riesenvorteil bei so einer Fahrt, muss ich auch ganz klar sagen. Ich hoffe, dass es gleich aufhört. Und ich guck mal kurz, wo steht der jetzt? Zack. Und wir sind jetzt bei 97%. Er lädt jetzt, wie gesagt, mit diesen 18 kW, 20 kW, 98% haben wir jetzt drin. 12 Minuten lade ich. Jo, jetzt mache ich Stopp. Der Wagen wird abgestöpselt. In den Menü abziehen. Rein in den Stecker. Das geht manchmal ein bisschen schwierig, weil die Ladekabel echt schwer sind. Das muss man wirklich sagen. So, hier steht er. Richtig schön. Und ich bin wirklich gespannt. Lass doch mal jetzt schon mal einen Tipp da. Wie weit komme ich denn, wenn ich wirklich maximal nur 180 fahre? Also ich habe da jetzt eine Vorstellung. Ich möchte jetzt aber gerade mal nicht sagen. So, ihr seht, im Wagen haben wir jetzt tatsächlich doch wieder nur 97. Hat kleine Schwankungen wahrscheinlich oder gerade so unter 98% gekippt. Ich habe jetzt einfach mal als Ziel Kassel eingegeben. Wir fahren in Bochum los. Also ein kleines Stück muss ich durch die Stadt und dann geht es aber auch direkt los mit Vollgas. Es ist früh am Morgen, ihr seht es, 3.26 Uhr, weil dann ist die Autobahn tendenziell, ich kann nur tendenziell sagen, sehr, sehr leer. So, wir fahren los. Natürlich habe ich B drin. Ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt, an diese hohe Rekuperation. Ich finde das wesentlich angenehmer. Und wir sind quasi auch schon auf der Autobahn. Jetzt ist die Auffahrt da. Gleich ist auch die Tempolimit-Aufhebung vorbei und los geht's. Das erste Mal wird durchbeschleunigt. Ihr seht aber oben, es regnet und zwar ziemlich heftig. Ja, okay, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. 180 haben wir drauf. Wir fahren damit erstmal natürlich eine ganze Weile, weil wir das natürlich auch ausprobieren wollen. 180, immer wieder 180. Driving System Professional an und den Wagen fahren lassen. Tempolimits halten wir ein. Also wenn mal kurz 120 ist aufgrund von einer Baustelle oder irgendwas anderes, dann nehmen wir auch den Fuß vom Gas. Hier ist ein kurzes Stück 130 auf der A44, wenn wir Richtung Kassel fahren unten. Und jetzt geht's wieder los und los geht's. 180. Wir lassen den Wagen einfach fahren. Und das ist wirklich entspannt. Wirklich entspannt. Gucken wir nochmal. Das Akku vom iX1 hat 64,7 kWh. Wenn wir jetzt mal so einen Verbrauch von um 30 kWh pro 100 Kilometer annehmen, 200 Kilometer, 220 Kilometer, ich weiß es gerade nicht. iX3 hat 80 kWh, da sind wir im Sommer allerdings gefahren, haben 222 Kilometer hingekriegt, hat auch ein deutliches Mehrgewicht. Wir haben jetzt hier nur 8,5 Grad, im Sommer waren es, ich meine, 14, 15, 16 Grad und das macht schon einen Unterschied. Dann auch noch die Winterreifen drauf und statt die Sommerreifen, macht es nicht einfacher. Zwischendurch der eine oder andere Verkehr ist halt da,
kann ich nicht komplett abschaffen, aber die Fahrt, ein sehr hoher Prozentanteil an 180 km/h, immer wieder hoch beschleunigen, kurz den Verkehr quasi passieren und dann geht es schon wieder weiter. Der Regen hat zum Glück aufgehört, es kommen noch so ein paar Tropfen zwischendurch mal runter. Da bin ich wirklich froh, es macht die Fahrt schon wesentlich einfacher für mich. Da muss ich dann nicht ganz so arg auf Aquaplaning oder ähnliches achten. So, hier hat er mir gesagt, ich kann runterfahren, weil ich das als Zwischenziel dann einfach mal zwischendurch drehe auf der A44 und gebe als Ziel ein Dortmund. Und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen vertan. Ich habe nicht auf den Prozentsatz vom Akku geachtet, weil jetzt kommt relativ zügig der Hinweis, ihr habt doch noch unter 60 Kilometer Reichweite. Ich habe deutlich zu spät gedreht. Ja, und natürlich auch in dem Fall meine Buße tun, weil ich jetzt schon in Erwitte anröchte, runterfahren darf, um den Wagen quasi zu laden. Wir sind jetzt bei 5%. Ich habe jetzt noch ein Stück vor mir. Ich versuche so viel wie möglich den Wagen runterzufahren. Das habe ich beim iX3 genauso gemacht. Ich bin noch eine ganze Weile hin und her gefahren. Hier ist jetzt eine Bundesstraße, wo ich noch mal ein bisschen hin und her fahren kann. Nur die nächste Ladesäule wäre erst wieder in 30 Kilometern gewesen. Das hätte ich im Leben nicht geschafft, das zu fahren. Jetzt einmal drehen kurz. Man sieht rechts die Reichweitenspinne. Das heißt, ich komme tatsächlich zur Ladesäule und noch ein bisschen, aber da ist nicht mehr viel Luft. Und die Temperatur ist mittlerweile auch immer noch bei 8,5 Grad und natürlich reduzierte Leistung. Reduzierte Antriebsleistung, der Turtle-Modus ist aktiv. Ich kann gar nicht mehr die komplette Motorleistung abrufen. Alles, was ich wollte, könnte ich nicht machen. 1% Akkustand haben wir jetzt noch. Und hier sind zum Glück die Ladesäulen und da habe ich ganz ehrlich vom iX3 gelernt. Einmal kurz gucken, sind die auch aktiv? Guck gerne mal an das iX3 am Limit Video und ihr wisst warum. Also habe ich geguckt, passt. Ich parke jetzt kurz ein und dann gucken wir mal, was denn da so ging, beziehungsweise wo wir denn jetzt hier so stehen. So, Wagen aus. Na, machen wir noch mal die Zündung an, dann sieht man es noch mal. Antriebsleistung reduziert, ich soll laden. Die Hinweise kommen ab 60 Kilometer Reichweite, so signifikant häufig. Oben dann schon diese gelbe Akku mit eingeblendet und das Leistungsspektrum kann ich gar nicht mehr komplett abrufen. Die Reichweite und der Prozentsatz von der Akkufüllung wird auch in Gelb schon gefärbt und das bereits ab 39 Kilometern. So, wir schließen den Wagen an zum Laden. Das dauert einen Augenblick. Karte habe ich davor gehalten. Bei sowas, ganz ehrlich, habe ich mit den Apps leider keine guten Erfahrungen gemacht. Deswegen nutze ich da in der Regel wirklich die Ladekarte. Ich bin kein Freund davon, aber machen wir jetzt mal. Also, Stecker raus, Stecker rein. Und wir warten kurz. Mit 135 kW kann er maximal laden, der iX1. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier hinkriegen. Wie gesagt, es ist kühl. Das Akku habe ich nicht aktiv vorgewärmt. Und ich habe es auch relativ kurzfristig eingestellt. Also ich weiß nicht, ob er so ein bisschen vortemperiert hat. 1%. Er sagt mir, ich brauche 1:13, um den Wagen vollzuladen. Das machen wir aber auf gar keinen Fall, weil so viel brauche ich gar nicht. Er lädt zügig hoch. Wir sind bei 120, 25. Ja, okay. 22, das kenne ich, dass die unten raus, also bei den ganz geringen Prozentsätzen, nicht so die Maximalleistung abrufen. So, was haben wir jetzt drin? 125 kW, sind nicht die 135. Okay, so, ich gebe mal Ziel Bochum ein, damit ich weiß, wie viel ich gleich noch fahren darf. Und das sind 86 Kilometer. Ich habe mich halt wirklich vertan. Und zwar völlig. Ich habe immer nur auf die Kilometer geachtet, aber irgendwie so gar nicht auf meinen Akku-Prozentsatz. Nun gut, ja, das ist dann manchmal so. Und jetzt gucken wir einfach mal, was haben wir denn geschafft, beziehungsweise was haben wir denn verbraucht? 32,6 kW-Stunden, wir sind 1,5 Stunden gefahren und haben 178, knapp 179 Kilometer zurückgelegt. Ich hätte auch persönlich gesagt, lüfte ich mal das Geheimnis, rund 200 Kilometer geschätzt. Das unter 200 macht dann, glaube ich, einerseits dem Thema Regen mit zum Tragen, Winterräder und natürlich auch die Temperatur. Weil unter sommerlichen Bedingungen glaube ich schon, dass der iX1 hier als 30er schon ähnlich wie der iX3 Richtung 220, 230 Kilometer kommen würde. Okay, er lädt jetzt in dem Fall immer noch mit den 125 kW und ich finde, ganz ehrlich, Bombe. So, wir sind jetzt bei 24%. Er lädt immer noch mit 124. Gerade waren es 125 kW. Also mehr kommt da irgendwie gerade nicht rein. Aber das ist okay.
Ich muss jetzt nur noch kurz warten. Ich muss eh noch mal eben mir was zu trinken holen. Und von daher, die 124, 125 kW hält da zumindest solide, sodass es trotzdem zügig hochlädt. Ihr seht, wie die Kilometer hochladen. 84 muss ich noch. Das heißt, ich muss noch einen Augenblick warten oder ich möchte noch einen Augenblick warten. Sagen wir es so rum. So, ich habe sogar ein bisschen wieder mal die Zeit verschlafen. Gucken wir mal kurz die Ladekurve an. Die hält sich wirklich konstant. Durchschnittliche Ladeleistung 123 kW. Also, das ist für mich sehr, sehr gut. Und wirklich perfekt. So, wo waren wir jetzt gewesen? Bei 39%. Ja, das passt allemal für mich, um nach Hause zu kommen. Machen wir noch kurz ein Bild für die Aktendokumentation oder wie sagt man so schön. Und ja, wir beenden jetzt den Ladevorgang. Das heißt, einmal hier dran beenden, warten, bis das Lämpchen wieder weiß leuchtet. Sim. Jetzt kann ich den Stecker ziehen. Stecker rein in die Ladesäule, Klappe zu und wir gucken, drin sind sogar 40%, hat noch einen Tacken mehr geladen. Okay, mit der Reichweite weit über 100 Kilometer komme ich allemal aus. So, iX1 am Limit, lasst eure Meinung da zum Video. Sagt ihr, das reicht mir gar nicht oder viel zu viel, fahre ich nie diese Geschwindigkeiten. Für mich der beste Wagen. Von meiner Seite aus, ganz ehrlich, das, was ich erwartet habe, hat er auch gebracht. Knapp 200 Kilometer unter den Rahmenbedingungen, dass 8,5 Grad sind und dass ich Winterräder drauf habe. Lasst eure Meinung gerne mal da. Habt ihr das erwartet? Der Verbrauch geht ja in Ordnung. 32,6 finde ich in Ordnung dafür, dass ich die ganze Zeit wirklich 180 gefahren bin oder eine Vielzahl. Hier bin ich jetzt auf dem Rückweg und tja, ich würde sagen, like das Video, abonniert meinen Kanal und seid gespannt. Ich habe die nächste Fahrt schon vor mir quasi gehabt. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hands.